Guten Morgen aus Berlin. Die neuen Corona-Zahlen aufbereitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. 24.097 Fälle wurden gestern registriert. Das ist der dritthöchste Tageswert seit Beginn der dritten Infektionswelle in Deutschland. Im Vorwochenvergleich liegen wir mit 33% im Plus. Es ist allerdings unklar, welcher Teil davon zurückzuführen ist auf Nachmeldungen nach dem österlichen Test- und Meldeverzug. Vermutlich ist der Nachmeldeeffekt ein großer. Das zeigt ein Blick auf die 7-Tage-Inzidenz. Sie steigt von 110,4 auf 120,6. Nur noch Niedersachsen, das Saarland und Schleswig-Holstein sind bei unter 100. Damit hat sich die Zahl der Bundesländer im zweistelligen Bereich binnen nur 2 Tagen von 8 auf 3 verringert. Der Anstieg um 10,2 Punkte binnen eines Tages ist außergewöhnlich hoch, man kann auch sagen unnatürlich hoch. Das hat es bisher nur einmal gegeben, nämlich in der Nachmeldeschwemme nach Weihnachten am 8. und 9. Januar. Die große Frage ist, passiert jetzt dasselbe wie damals? Damals sind da die Zahlen sehr schnell wieder zurückgekommen. Ob das auch dieses Mal wieder passiert, ist natürlich im Moment noch völlig offen. Die Zahl der aktiven Fälle, sie steigt um 4% auf knapp 240.000. Hier haben wir den höchsten Wert seit Beginn der dritten Infektionswelle und der Zuwachs im Vorwochenvergleich ist mit 2% auch wieder ein bisschen größer. Da drehen die Kurven mit den Vorwochenvergleichen aktuell wieder ein bisschen nach oben, vermutlich nicht zuletzt unter dem Einfluss der vielen Nachmeldungen. Die Frage ist weiter, was von der Abschwächung der Dynamik bleibt nach den Osterferien übrig? Es sind gestern 246 Todesfälle gemeldet worden, mehr als doppelt so viel wie am Karfreitag. Wir haben hier den 4. Anstieg im Vorwochenvergleich in Folge und sind nun schon bei 1236 Verstorbenen in dieser Woche. Das sind jetzt schon mehr als in der gesamten vergangenen Woche. Wir haben nun den 1. Anstieg im Kalenderwochenvergleich nach 12 Rückgängen in Folge. Immerhin, auch gestern lag der Anteil der Altersklasse 80 plus an den neuen Corona-Fällen mit 3,2% deutlich unter ihrem Bevölkerungsanteil und auch gut, der Anteil der ebenfalls vulnerablen Gruppe 60 bis 79 hält sich bei unter 15%. Vor Weihnachten waren wir hier zum Teil bei 20%. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.